Willkommen zu Watch Dogs, einem digitalen Trip, eine kleine Sonderausgabe heute, denn da die eigentliche Staffel ist ja zu Ende, die könnt ihr gucken, dafür gibt es ja die Playlist, aber es gibt ja digitale Trips und ich hatte ja mehrfach innerhalb der Staffel versprochen, dass ich mal einen digitalen Trip für euch spielen werde und auch entsprechend kommentieren werde. Das mache ich jetzt. 4 Trips habe ich derzeit, wenn man den Season Pass kauft, den ich zu diesem Zeitpunkt, als ich das hier gespielt habe, noch nicht gekauft hatte, dann bekommt man noch einen dazu. Ich habe mich entschieden für den Spider Tank. Madness haben wir ja schon mal gespielt während der Staffel und jetzt habe ich gesagt, na, spielen wir mal Spider. Okay, da geht's ab mit dem Trip. Boah, ich fühle mich schon ganz schlaff. An alle Einheiten, wir haben ein Militärfahrzeug in einem dicht besiedelten Gebiet. Gehen Sie vorsichtig vor. Herzlich willkommen. Alle Systeme sind vollständig einsatzbereit. Ja, perfekt. Also meine kleine Kampfspinne. Erster Auftrag ist, 4 Fahrzeuge zu zerstören. Da kommt er. Und insgesamt habe ich dafür etwas über eine Minute Zeit. Und warum vom Haus runterklettern, wenn man das bequem von oben erledigen kann? So, damit ist das schon mal erledigt. Jetzt muss man aber runter. Die Spinne kann, also dieses Fahrzeug oder wie immer man das nennen möchte, kann Häuserwände rauf und runter klettern, als sei es nichts. Ist schwer bewaffnet. Jetzt kann zum Beispiel Fahrzeuge durch so Prügelattacken zerstören oder eben natürlich durch die eingebaute Bordkanone. Aber jetzt guck mal hier so, da drauf rumprügeln. Da geht das natürlich viel effizienter. Noch 8 Cops. Jetzt noch 6. Also das geht viel schneller mit so einem Prügelangriff. Ihr merkt, ich habe das schon relativ gut drauf. Das liegt daran, dass ich schon 3-mal gespielt habe zu diesem Zeitpunkt. Das ist so eine Mission. Man kriegt auch Skillpunkte. Und man kann auch Fähigkeiten dafür kaufen. Für diese Skillpunkte. Muss dann allerdings immer erst eine Runde schaffen oder eine Mission schaffen. Sehen wir gleich noch. Okay, jetzt machen wir erstmal die Mission zu Ende. Okay, ich muss 2 so Stationen zerstören, Sendestationen. Mit der Taste X kann man wunderbar, kann man wunderbar springen. Ihr seht, wie die Spinne abgeht, wie Schmitz Spinne, Katze. Ja, mit der X-Taste. Ich musste schnell mal immer auf den Controller gucken, weil ich auch ab und zu Xbox spiele und dann kommt man ja durcheinander. Also mit der X-Taste auf der PlayStation hüpft man Häuserwände entlang und kommt so natürlich viel, viel, viel schneller vorwärts. Und man kann natürlich auch an Häuserwänden hochspringen, entgegen allen Gesetzen der Physik. Und da muss man jetzt diese beiden Stationen finden. Unten auf der linken Seite sieht man den Zustand der Maschine. Also da sind offensichtlich schon 2 Sachen rot. Das linke Bein vorne und hinten der Rumpf. So, da müssen wir einfach drüber laufen. So, und jetzt schnell zur nächsten Station. 58 Sekunden bleiben uns noch, aber durch diese Sprungtechnik kommt man eigentlich relativ schnell voran. Da es sich um einen digitalen Trip handelt, hat man nicht die ganze Stadt zur Verfügung, sondern das Areal ist sehr begrenzt. Man kommt da auch nicht raus, ist durch so ein digitales Gitternetz blockiert, aber muss ja auch nicht. Es reicht ja, wenn man das Einsatzgebiet hat. So, der andere Turm ist da hinten. Das macht der Spinne übrigens nichts, aus hohen Höhen runterzuspringen. Im Gegensatz zu, wenn man das als Aiden Pierce macht, aus hoher Höhe springen, dann ist man relativ schnell am Eimer, um mal das A-Wort nicht zu sagen. So, da ist auch schon das Ding. Leider schießen die auch auf mich. Also die sind nicht ganz wehrlos gegen mich, muss man dazu sagen. Diese Spinne ist nicht ganz unzerstörbar. Aber immer nachdem man so einen Erfolg erzielt hat, wird sie wieder aufgetankt. Jetzt seht ihr, sie ist auf der linken Seite unten, ist wieder komplett blau oder hellblau oder türkis. So, jetzt müssen wir den Panzerwagen erledigen. Auch da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Abschießen, Raketen oder einfach zertreten. Da kommt er schon. Da hinten fährt er. Das sind immer so Teilmissionen. Erfüllt man die? Da kommt er. Schöne Rakete rein. Erledigt das Ding. Da gibt es auch neue Munition übrigens. Sollte man darüber laufen, was ich jetzt nicht getan habe. So, bei dieser Option muss man einen Helikopter zerstören. Das geht am besten, ich kann auch gleich sagen, ich versage in dieser Folge. Also zumindest in diesem Teil der Folge, weil ich nicht geschnallt habe, dass man
auf Gebäude raufklettern muss, um besser an Helikopter zu kommen. Da wäre er einmal tief im Tiefflug gewesen, das habe ich aber nicht gesehen. Das heißt, an Gebäudewänden hochklettern und dann aus der Luft auf den Helikopter schießen ist die beste Option. Am besten mit Raketen. Dann kann man das schaffen. Schafft man das nicht innerhalb der Zeit, die läuft da oben ja ab, auf der rechten Seite, 50 Sekunden noch, dann ist die Mission beendet, man fängt von vorne an. Na gut, dann ist das eben so. Man kann sich Fähigkeiten dazu kaufen, das kann man die ganze Zeit, die gehen übrigens nicht verloren. Das heißt also, einmal zugekaufte Fähigkeiten gehen nicht verloren, wenn man diesen digitalen Trip nochmal spielt. Man kann den jederzeit spielen. Ich würde es euch mal empfehlen, es ist ein lustiges, kleines Abenteuer. Und man kann es so oft spielen, wie man möchte, also es gibt da keine Anzahl oder eine Beschränkung oder so. Oder man muss auch nicht so einen Dealer finden, sondern man kann das aus der App, man hat ja ein Handy dabei, Pfeil nach oben am Steuerkreuz und dann öffnet sich ja dieses Smartphone. Und dann kann man das direkt von da aus starten, jeden digitalen Trip, den man hat. Das sind mal ganz nette Nebenmissionen, wenn man gerade mal sozusagen mit der Hauptmission nicht weiterkommt, kann man das ja mal machen, weil das einfach auch mal ein bisschen entspannend ist. Und da gibt es auch noch andere digitale Trips und da werde ich dann das nächste Mal berichten. Hier, jetzt haben wir verloren, aber jetzt können wir Skillpunkte einsetzen, um Fähigkeiten zu kaufen. Habe ich aber an dieser Stelle nicht gemacht, weil ich schon die Fähigkeiten das letzte Mal gekauft habe, denn ich würde ganz stumpf behaupten, das war's an dieser Stelle. Wir wachen einfach mal auf. Beenden den Horror-Trip und vielleicht schaltet ihr ja wieder ein, wenn ich dann das nächste Mal einen anderen digitalen Trip spiele. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann, tschüss.